Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Ich habe gerade geguckt, ob die Aufnahme läuft, weil ich war mir gerade nicht sicher. Ja, ich werde es ganz einfach kurz sagen. Ich habe zuvor auch schon mal schnell was aufgenommen, wo ich groß was geredet habe. Zwei Missionen, die ich nicht gespielt habe, aber schon aufgenommen. Aufnahme im Arsch. Punkt. Ja. Ich habe bei Paraworld momentan irgendwie richtige Probleme immer mit den Aufnahmen. Also, kein Wunder, wenn mal was dabei ist, was ich jetzt nicht so, soll ich sagen, noch nicht gebracht habe. Die heilige Stadt. Naja, das ist so eine Mischung aus Washington und der Schweiz in dieser Welt. Oh, es brennt. Dort, wo jemand ein großes Feuer gezündet. Eine heilige Stadt hätte ich mir anders vorgestellt. Seid tapfer! Ich hoffe, die Fokus sind jetzt nicht wieder irgendwas raus. Weil beim ersten Mal haben sie hier so einen. Ah ja, Fokus ist ja wieder so eine Speerwerferin raus. Aber die ist ja nur noch entbehrlich. Ja, jetzt gehen sie auf den Erzdruiden. Das war klar. Das haben die bei mir schon mal gemacht. Komm, Erzdruide, du musst dich dagegen heilen. Es ist eine Ehre. Sonst geht er weg. Bereit zum Kampf. Speicher jetzt schon mal. Speichern. Oh, da konntet ihr jetzt was sehen. Was ich zuvor gespeichert habe schon. Oh. Ich will euch helfen. Ah, jetzt hat er schon seine Heal-Aura. Das stimmt, die passt. Das passt ja gut. Ich hoffe, der stirbt in der Mission hier jetzt nicht. Ich spüre die Kraft. Weil letztes Mal ist er gestorben. Das war sehr schlecht. Diese Halunken, sie haben meine Tochter entführt. Sie stürmen in unsere Straßen, sie plündern und rauben, wie es ihnen gefällt. Irgendjemand muss sie aufhalten. Yeah. Ihr bestimmt den Weg. Nein, die greifen den nicht, den Krieger töten. Auf, Alter! Die wollen mich verarschen. Die wollen mich doch sicherlich verarschen. Komm, dann schicke ich jetzt die ganzen Helden einfach nach vorne. Hey, worauf wartet ihr? Dann können sie wohl aus Cole angreifen, das ist die stärkste Einheit aus dem Spiel. Es ist eine Ehre. Das ist so Lebensburg oder der stärkste Held. Lebenspunktmäßig ist er wirklich der stärkste Held, den es im ganzen Spiel gibt. Ah, alles klar. Da gibt es niemanden Besseres. Zu Diensten. Sie halten uns. Er ist der Einzige, der 1000 ich Lebenspunkte hat. Spüre die Kraft. Und zudem ein guter Tank plus DD. Das haben wir jetzt schon gesehen. Meine Kraft für euch. Ein Schluck aus diesem Brunnen. Und jetzt nehmen wir wieder den Erzdruiden raus. Wir sollten uns merken, wo diese Frischmacher versteckt sind. An diesem Brunnen können sie die Lebensenergie ihrer Einheiten wieder auffüllen. Allerdings geht das nicht unbegrenzt. Ist die Kapazität des Brunnens erschöpft, dauert es einige Zeit, bis er wieder werden kann. Tötet sie! Tötet die Eulen. Spüre die Kraft. Es ist eine Ehre. Gut. Sehr gut. Sogar. Es ist eine Ehre. Was soll ich aufschließen? Ich will euch helfen. Ihr bestimmt den Weg.
Rennen auf der Erde. Ihr bestimmt den Weg. Ach so, da ist eine Schlingfalle und da ist Bela. Ach nee, das war Cole. Hä, lol. Das hat mir nach Bela ausgeguckt. Es ist eine Ehre. Oder? Wo ist der überhaupt? Ach, der hockt ja, da ja. Hinten. Lol. Das hat ausgesehen, als würde da Bela drin hängen, aber der war ganz hinten. Lol. Ich glaube. Naja, gut. Es ist eine Ehre. Ihr bestimmt den Weg. Natürlich, es ist eine Ehre. Bitte, helft uns. Ich habe beim Rat schon so oft vergebens um Hilfe gebeten. Wir brauchen Unterstützung gegen diese Banditen. Ja, Unterstützung. Wow. Ich glaube das. Lasst uns kämpfen. Die Welt trägt mich. Die haben nur 200 Leben. Ich kann es sehen. Fühlt meine Kraft. So, also so ein gescheiter Geschützturm, der würde die Two hitten. Mit beiden Beinen auf. Das müsste denen aber schon bewusst sein. Beiden Beinen auf. Weil so ein gescheiter Geschützturm, so ein normaler, sprich großer Geschützturm, der macht da so ungefähr 100 Schaden. So ein kleiner 50. Ihr bestimmt den Weg. Wobei, die haben wir auch nicht mehr und so. Was soll ich aufspießen? Alles. Die sind aber Stufe 2, die einen waren Stufe 1. Das ist eine Taverne. Ich kann es sehen. Ich aber nicht anklicken. Natürlich. Bestimmt den Weg. Es ist eine Ehre. In mir wächst Zuversicht. Die Piraten überfallen unsere Häuser. Sie plündern und morden. Jetzt ist Schluss. Wir werden kämpfen. Vielleicht wäre es besser, diesen Kampf Leuten zu überlassen, die etwas davon verstehen. Und wer soll das sein? Werdet ihr etwa für uns kämpfen? Nein. Nein, werden wir nicht. Die Welt trägt mich. Ach, Gold wird angegriffen. Fühlt meine Kraft. Die Welt trägt mich. Boah, ich hätte gerade 26 FPS. Schwankt gerade zwischen 5 ungefähr. Ja, zwischen 20 bis 26. Aber ich habe momentan so 25, 24, 23 FPS. Ihr bestimmt den. Wie gesagt, ist gerade ziemlich schwankend, aber. In mir wächst Zuversicht. Trotzdem. Mit beiden Beinen auf der Erde. Immerhin habe ich hier wenigstens gut FPS. Für selbst Moment. Stadt der freien Völker scheint nicht mehr friedlich zu sein. Kommt schon. Lasst uns hören, was uns der Rat sagen kann. Ja, schauen wir mal, was der Rat sagt. In mir wächst Zuversicht. Oh, da ist ein Krieger ohne Schwert. What's up? Lasst uns durch. Wir erbitten eine Audienz beim Hohen Rat. Unmöglich. Die Tore bleiben geschlossen. Und wieso, wenn ich fragen darf? Anweisung des Rates. Solange die Piraten ihr Unwesen treiben, kommt hier keiner rein. Wieso unternimmt niemand etwas gegen diese Karre? Wisst ihr, wenn ich euch so ansehe und mir überlege, wie eilig ihr es habt, mit dem Rat zu sprechen, dann drängt sich mir die gleiche Frage auf. Vielleicht solltet ihr einfach etwas gegen die Piraten tun. Wäre möglich, ja. Aber ob ich das will? Die andere Frage. Denn das mit dem Wollen ist ja heutzutage nicht mehr so eine Sache. Da wird einem irgendwelches Zeug beispielsweise aufgedrängt. Wie beispielsweise so, ja, bei mir momentan so der größte Fall, den ich in meiner Schule momentan hatte. Ich will euch helfen. So Freitag. Alles ist denn so,
das so, denn wir hatten da so einen Fall. Der will halt so die 11. Klasse. Weil die hier so Abschlussklasse natürlich ist. Hier, denn hier ist ja nur zweistufige Schule. Und da machen die so ein Projekt und wollen hier so einen Ausflug planen, ja. Und am Anfang war das so, ja, wer mit will, kann mit. Wer nicht, bleibt halt da. Ist das da drüben nicht Larry? Oder einer seiner Brüder? Ich bin's doch, Harry! Ich freue mich so, euch wiederzusehen. Meine Helden! Wenn jemand uns in den höchsten Tönen lobt, hat er für gewöhnlich eine Aufgabe für uns. Naja, jetzt, wo ihr es erwähnt. Larry ist am Hafen und wartet auf meine Lieferungen. Aber die scheinen sich unterwegs in Luft aufzulösen. Klingt ja nach einer ganz, ganz üblen Sache. Aber was haben wir denn damit zu tun? Schon gut, schon gut. Ich verstehe. Passt auf, ihr helft mir und ich bezahle euch im Gegenzug mit Nahrungsmitteln. Klingt das besser für euch? Ja. Auf jeden Fall. Da lang. Ich mach das jetzt okay. Etwas später erstmal. Weil auf ich finde Weg. Nach da unten vielleicht sind da neue Komm. Da. Bei manchen Punkten sind da neue, wenn ich irgendwelche Quests oder so angenommen habe. Ach, da sind sie ja. Und da war es dann so. Das war anfangs noch so mit der Entscheidung. Dann am Freitag, als wir Englisch hatten, hat halt hier so ein Mädel aus der 11. Klasse so mit unserer Englischlehrerin da so gesprochen. Und die hat dann so gesagt, so ja, es ist irgendeine schulische Veranstaltung. Und bei einer schulischen Veranstaltung muss man ja mitkommen. Man muss mitkommen. Man hat nicht die Entscheidung, mitzukommen. Nein, man muss es tun. Egal wie viel es kostet. Da kann es von mir aus, es kann von wahrscheinlich, keine Ahnung, 2000 Euro kosten. Und man muss mit, so wie die das gesagt hat. Und da zweifle ich schon manchmal an manchen Leuten, wenn es heißt, man muss mitkommen. Weil zuvor war das immer so, es ist zwar eine Privatschule, an der ich bin, aber man sollte doch den Leuten wenigstens noch irgendwie die Entscheidung lassen, ob du irgendwo mit willst oder nicht. Weil früher war das so, beispielsweise, da musstest du auch nicht irgendwie, da musste man nicht irgendwo mit bei irgendeinem Behindertenausflug. Nein, beispielsweise, man ist irgendwo hingegangen, worauf ungefähr irgendwelche von mir aus drei Leute keinen Bock hatten, die waren halt da, haben sich in irgendeine andere Klasse gesetzt und haben da halt irgendwie Aufgaben bekommen, die sie bearbeiten müssen. Und sowas. Und halt am nächsten Tag dann vorzeigen. Oder eher gesagt, um sie am nächsten Tag dann vorzuzeigen. Aber nein, wir haben ja nicht die Entscheidung. Weil es hieß ja zuvor, ich habe ja schon gesagt, und kann auch in der Schule bleiben und dann halt mit einem Lehrer da, der noch da war, der da halt da war, der da nicht mitgeht, dann mit dem halt ungefähr bis um 12.30 Uhr, bis dann Schule aus ist, hier Unterricht zu machen. Und ganz ehrlich, sowas kann ich nicht einsehen. Wenn es dann auf einmal heißt, dass man da mitgehen muss. Also, das ist doch der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Beiden Beinen auf der Erde. Weil das ist irgendwo Zwang. Und es gibt Leute, die groß über von Menschenrechten reden und sowas. Und meiner Meinung nach fällt das genau dahin. Weil man kann keine Person zwingen, irgendwo zu irgendwas hinzugehen, wo man nicht hin will. Das ist natürlich gegen den Willen dieser einen Person. Und da sollte ja eigentlich hier. Boom, Baby! Das darf eigentlich gar nicht gehen. Dass man hier einfach mal sagt, du musst mitkommen. Okay, die gehen alle auf Cole. Wäre sinnvoll, wenn alle auf eine Einheit gehen, weil dann machen sie hier schneller fertig. Du stirbst. Wow, ich stufe jetzt die Bogenschützen hoch. Also ich glaube, ich mache das jetzt nicht mehr so mit diesem Random. Einfach draufdrücken. Nein, ich werde jetzt einfach spezifisch die Leute hochstufen. Weil es macht für mich mehr Sinn. Ich werde euch lehren. Meine Kraft für euch.
Aber das sind halt immer so diese alltäglichen Probleme, die es halt so gibt. Natürlich. Leider eigentlich. Ihr bestimmt den Weg. Was wollt ihr? Ich glaube, bin mir das zufällig. Natürlich. Es ist eine Ehre. Aber was mir auch aufgefallen ist, ihr wisst ja, ich bin hier eigentlich ziemlich groß, ich schwinge hier eigentlich in meinen Videos hier immer richtig groß reden und alles. Aber ist mir wirklich aufgefallen, irgendwie, wenn ich beispielsweise an Orten bin wie der Schule, da bin ich so gut wie überhaupt nicht groß der Redner. Da halte ich mich eher mehr so im Hintergrund. Ist mit euch und den Tieren alles in Ordnung? Mach gar nichts. Ihr wart schnell genug. Gebt ab und zu mal so Kommentar ab. Meinerseits Hilfe anbieten. Und dann, ja. Was steht an? Und das war's schon. So, die Speer greifen den Fernkämpfer an. Sind voll die Randalls hier. Und wer jetzt nicht so ganz versteht, ist... Sie haben diesen Bereich wieder gesichert. Okay. Und wer jetzt hier nicht so ganz... Haben noch Alter! Stützpunkt in ihrer Wald. Auch diese Befestigung muss befreit werden. Tutorial-Pirate-Typ-Dingens, irgendwas. Kannst du mal aufhören, mir immer irgendwie reinzureden, wenn ich gerade was sagen will? Das ist schlimm, wie der mir einfach mal reinschwafelt. Es war auch schon beim Tutorial so. Oder bei anderen Sachen. Sie haben gut gemacht, dass sie das getan haben. Oder dass sie dies getan haben.